Fürst Sakai, habt ihr einen Moment? Es ist wichtig. Ja, worum geht es? Nicht hier draußen, mein Herr. Hier entlang. Mein Name ist Joe. Dies ist mein Laden. Wollt ihr mir etwas verkaufen? Oh, nein, mein Herr. Ah, diese Stelle ist gut. Hier kann keiner lauschen. Sagt mir, worum es hier geht. Um meinen Nachbarn, Haruo. Er verhält sich verdächtig. Er schleicht sich abends aus der Stadt, ist stundenlang fort, kommt erst morgens zurück. Letzte Nacht folgte ich ihm. Er ging zu einem ausgebrannten Haus beim Friedhof und traf dort Banditen. Banditen? Das klingt nicht gut. Ich suche dieses Haus und finde heraus, was sie vorhaben. Danke, Hiro. Natürlich, mein Herr. Hier bin ich! Der Händler in Asadon meinte, sein Nachbar traf hier Banditen. Scheint verlassen zu sein. Ich sehe mich mal um. Alte Verbände. Nicht viel Blut. Leichte Wunden. Jemand hat hier vor kurzem gegessen. Viel Asche. Das Lagerfeuer wurde oft benutzt. Der Händler war zu Recht misstrauisch. Ich muss mich verstecken und auf den Nachbarn des Händlers und seine Banditenfreunde warten.
Nein, aber da waren Mongolen auf der Straße. Ich glaube, sie suchen nach uns. Beeilen wir uns. Was habt ihr diesmal dabei? Die Statue von Inari. Oh, die ist wertvoll. Komisch, dass die Mongolen sie nicht genommen haben. Vergraben wir sie mit dem Rest. Diebe. Mal sehen, wo sie alles hinbringen. Haltet die Augen nach Ärger offen. Wie geht's den anderen? Verstecken sie. Die Mongolen sind ein paar Mal am Haus vorbeigeritten, aber bisher geht's allen gut. Habt ihr das gehört? Pferde! Mongolen, Deckung! Sie sind weg. Dann los! Wir hatten Glück. Sie haben den armen Tamon auf der Straße erwischt. Die Patrouillen werden schlimmer. Bestimmt wegen dieses Samurai. Die Mongolen jagen ihn in der ganzen Präfektur. Hoffentlich erledigt er die Bastarde. Wir sind fast da. Wir müssen so schnell wie möglich von der Straße. Was ist mit Tamon passiert? Die Mongolen haben ihn gepfählt. Auf einem Ameisenhügel. Er hat eine Stunde lang geschrien. Das ist schrecklich. Bringen wir es schnell zu Ende. Was tun Sie da? Mir gefällt es nicht, Inari so zu vergraben. Lieber in einem Grab als auf einem Mongolenschiff. Das klingt nicht nach Dieben. Da war ein Geräusch. Wohin? Beeilt euch, hier stimmt was nicht. So, Inari ist sicher. Das reicht. Keine Bewegung. Verflucht! Ich wusste, wir wurden verfolgt! Wartet! Das ist der Samurai! Gut, dass ihr es seid. Eine seltsame Reaktion für einen Dieb. Wir sind keine Diebe. Ihr habt die Mongolen aus der Asamo-Bucht vertrieben. Aber was, wenn sie zurückkommen und plündern? Wir verstecken die wichtigsten Dinge aus unserem Schrein. Nur für den Fall. Notaro! Kihai! Komm, schnell! Ukon! Ihr solltet bei den anderen bleiben. Die Mongolen haben das Haus gefunden. Unsere Leute sind gefangen. Sie werden sterben. Wie viele Mongolen? Ich konnte nicht alle zählen. Wer von euch kann kämpfen? Kihai und ich. Ihr kommt mit mir. Ihr beide geht ins Haus und beschützt eure Leute. Womit? Mit allem, was ihr habt. Mongolen! Sie kommen von allen Seiten! Angriff! Kübe! Dorsho! Dorsho! Es kommen mehr! Wir hätten fliehen sollen! Wir geben nicht auf! Wir werden sterben! Dorsho!
Was wollt ihr denn? Wer sind diese Leute? Reisende auf der Flucht. Menschen, die ihr Heim verloren haben. Und ihr habt sie beschützt. Wir haben's versucht. Ihr versteckt diese Wertsachen nicht, um sie später zu stehlen? Nein, mein Herr. Wir versuchten nicht, uns zu bereichern. Als wir sahen, was die Mongolen anrichteten, wollten wir nur helfen. Dann helft mir, diese Menschen zur Asamo-Bucht zu bringen. Dort seid ihr alle sicher. Halt! Ich erkenne Banditen, wenn ich welche sehe. Ihr seid hier nicht willkommen. Sie gehören zu mir. Diese Leute brauchen Zuflucht. Sogar die Banditen. Mein Herr, man kann ihnen nicht trauen. Sie haben diese Leute verteidigt. Sie helfen euch, die Stadt zu schützen. Wie ihr wünscht, mein Herr. Öffnet das Tor! Lasst alle hinein! Wie kann ich euch jemals danken, Fürst Sakai? Beschützt Asamo, wie ihr diese Leute beschützt habt. Das werde ich tun. Und zeigt ihnen, wo die Wertsachen vergraben sind, wenn die Mongolen endgültig weg sind. Verlasst euch drauf. Danke für diese Möglichkeit, mich zu beweisen. Zu grübeln, Jin. Hör doch wenigstens einmal auf zu grübeln.
alles, was sie noch kann. Andere Häuser, Schreine. Mein Herr, würdet ihr mir bitte helfen? Was ist los? Ich muss zu einem Lager im Wald. Dort warten Menschen auf mich, die sehr krank sind. Sie brauchen einen Heiler. In der Gegend wimmelt es nur so von Banditen und Mongolen. Ja, ich werde Schutz brauchen. Ich bringe euch hin. Aber diese Krankheit besorgt nicht. Ihr könnt sie sicher bekämpfen? Krankheiten kann man nicht bekämpfen. Sie sind etwas, um das man sich kümmern muss. Wenn die Menschen so krank sind, wie ihr sagt, sollten wir los, damit sich die Krankheit nicht ausbreitet. Hab Dank, mein Herr. Wie habt ihr die Schlacht von Komoda überlebt? Dank einer Frau, Yuna. Sie rettete mich vom Strand, pflegte mich wieder gesund. Klingt nach einer fähigen Heilerin. Ich kenne kaum jemand so Tapferes. Ohne sie wäre ich nicht hier. Meine Mutter tat dasselbe für mich. Als Kind war ich ständig krank und wurde nur dank ihrer Kräuterkunde so stark. Wegen ihr bin ich Heiler geworden. Wartet, ich glaube, ich sehe etwas da vorn. Gutes Auge. Bleib zurück. Überlass das mir. Wir haben keinen. Lieb! Ihr solltet hier nicht alleine reisen. Wir mussten unseren Hof verlassen, mein Herr. Dort sind alle krank. Wie kam es dazu? Geister, unsere Ahnen bestrafen uns. Wir gaben den Mongolen unser Essen, statt uns zu wehren. Als sie gingen, wurden alle krank. Jetzt ist unser Haus verflucht. Ein Stück weiter liegt ein Gasthaus. Dort seid ihr sicher. Draußen ist es viel zu gefährlich. Geht ins Haus und bleibt dort. Danke. Hoffentlich folgen die Geister uns nicht. Kage, komm! Ihr seid ein rechter Metzger mit dem Schwert. Die Banditen hätten diese Menschen getötet. Das wisst ihr nicht. Ihr hättet mit ihnen reden können. Das wäre sinnlos. Das wisst ihr. Ihr batet um meinen Schutz. Verzeiht mir. Mir obliegt die Heilung des Körpers, nicht seine Zerstörung. Heiler! Heiler! Wie gut, dass ihr hier seid! Romeo, was ist denn? Was ist denn? Mein Sohn. Er hat wohl etwas Giftiges gegessen. Bringt mich zu ihm. Was ist mit den Verwundeten im Lager? Wir haben keine Zeit. Es dauert nur einen Moment. Ich werde helfen. Vielleicht geht es dann schneller. Danke, mein Herr. Was hat er gegessen? Wenn ich das wüsste. Wir haben doch nichts. Ich versuche es herauszufinden. Danke, mein Herr. Nur gekochtes Wasser.
Der Reiskorb ist leer. Hier sind Pilze. Angebissen. Das muss es sein. Ich sage es Hanaoka. Habt ihr etwas gefunden? Angebissene Pilze. Du Dummkopf! Wie konntest du nur? Er muss sie aus Verzweiflung gegessen haben. Ich kann ein Gegengift herstellen, doch ich brauche Flussmoos. Bleibt bei ihm. Ich hole das Moos. Mein Herr, habt ihr das Moos? Hier ist es. Homio, hört mir gut zu. Zerstoßt dieses Moos hier und kocht es in einer Tasse Wasser. Lasst ihn die Mischung trinken, dann sollte er morgen früh wieder auf den Beinen sein. Wir müssen jetzt sofort ins Lager. Ja, gehen wir. Danke, ihr habt meinen Sohn gerettet. Wisst ihr, der Mann hatte die gleichen Symptome wie das Paar auf dem Gehöft. Schmerzen, Erbrechen, schwere Atmung. Symptome einer Vergiftung? Ihr glaubt, das Gehöft wurde vergiftet? Da bin ich fast sicher. In diesem Fall werde ich Pinellien brauchen. Das Moos hat für den Mann gereicht, doch Pinellien sind stärker. Sie wachsen bei einem nahen Teich. Beeilen wir uns. Möchtet ihr mit ihnen reden? Sie höflich bitten zu gehen? Das überlasse ich eurem Ermessen, mein Herr. Zieht eure Klingen! Let's go!
Hier drüben, mein Herr. Ihr habt die Pinellien. Ja, dank euch kann ich sie nun ernten. Es ist nur, ich frage mich, wenn ich euch zusehe, ob ihr die Gewalt sogar genießt. Ich töte nur, um unser Volk zu schützen. Daran denke ich immer, wenn ich zum Schwert greife. Natürlich. Verzeiht mir, mein Herr. Dann heilen wir die Bedürftigen. Das Lager muss gleich vor uns sein. Meine Frau, sie atmet nicht mehr. Wie lange ist sie schon krank? Seitdem die Mongolen zu unserem Gehöft kamen. Was hat sie gegessen? Wir hatten kein Essen, nur Wasser aus dem Brunnen. Tut mir leid, sie ist tot. Wäre ich nur früher hier gewesen. Ihr gabt euer Bestes. Aber wenn ich nicht angehalten hätte, für das Pärchen und den Mann. Hätten wir nicht angehalten, wären diese Menschen tot. Und ihr hättet nicht herausgefunden, dass sie vergiftet wurden. Vielleicht. Aber ich weiß immer noch nicht, wie. Der Mann sagte, seine Frau hat nur das Wasser aus dem Brunnen getrunken. Und wir wissen, die Menschen erkrankten nach dem Rückzug der Mongolen. Sie haben den Brunnen vergiftet. Vergiftetes Wasser würde Krankheiten wie ein Buschfeuer verbreiten. Ist es heilbar? Ja, die Pinellien wirken dagegen. Dann helft, wem ihr könnt. Danke, mein Herr. Euch verdanken viele ihr Leben. Ja.